Die Vatikanstadt im Herzen Roms. Ein Gebäude hier verkörpert wie kein zweites die Geschichte, die Exzesse und die Kraft der katholischen Kirche. Der Petersdom. Ein Bau der Superlative und Heimat etlicher Meisterwerke christlicher Kunst. Mit etwa 211 Metern Länge und 155 Metern Breite bietet der Petersdom Platz für 60.000 Menschen. In den 1940er Jahren werden in der Kirche Gebeine entdeckt. Sie gehören dem wohl wichtigsten Apostel, Petrus. Der Bau der ungewöhnlichen Kirche beginnt 1506 und dauert 120 Jahre. Tausende Arbeiter und Dutzende Architekten sind daran beteiligt. Unter ihnen der größte Künstler dieser Zeit, Michelangelo. Der Petersdom in Rom, eine Kirche, die die Päpste der Renaissance mit Stolz erfüllt. Ein Instrument der Macht, das die Christenheit spaltet. Die Basilika St. Peter. Eine Kirche im Herzen Roms, die jedes Jahr Millionen Pilger und Touristen anlockt. ...20.000 Quadratmeter Grundfläche. Eine gewaltige Kuppel, die die ganze Welt inspiriert. Ein gigantischer Petersplatz. Mit seinen Obelisken und 284 Säulen einer der imposantesten religiösen Orte der Welt. Das Epizentrum des katholischen Glaubens. In die riesigen Stützpfeiler der Kuppel sind Reliquien gefasst. Hier, unter dieser majestätischen Kuppel, liegen in vielen Metern Tiefe die Ursprünge der Basilika verborgen. In einer Kapelle, die nur der Papst betreten darf. Sie ist über dem vermeintlichen Petrusgrab errichtet worden. Ein Mann und seine Grabstätte. Sie sind das Fundament der Petersdomgeschichte. Der Apostel Petrus ist von zentraler Bedeutung. Jesus selbst vertraute ihm seine Schäfchen an. Und er war der erste Papst. Im Matthäusevangelium sagt Jesus: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Im katholischen Glauben ist Petrus der wichtigste Apostel, der Stellvertreter Christi auf Erden. Ein Mann, dessen Schicksal sich durch ein Ereignis für immer ändert und Jahrhunderte später zum Bau eines gigantischen Doms führt. Im Jahr 64 nach Christus steht Rom in Flammen. Die ewige Stadt brennt. Kaiser Nero sucht nach einem Sündenbock. Er beschuldigt die Christen Roms. Schon bald kommt es zu ersten Hinrichtungen. Der Legende nach ist ihr Anführer Petrus eines der ersten Opfer. Der Märtyrertod führt letztlich zum Bau des Petersdoms. Die Hinrichtung findet im damaligen Zirkus des Kaisers Caligula am Fuß des Vatikanhügels statt. Petrus wird nur wenige Meter entfernt vom Ort des grausamen Geschehens begraben. An dieser Stelle lässt Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert nach Christus eine große Basilika zu Ehren des Apostels errichten. Mit gut 120 Metern Länge, 66 Metern Breite und etwa 30 Metern Höhe entsteht der erste christliche Megabau.
Ideologisch und symbolisch betrachtet ist es die wichtigste Kirche. Sie steht für die Macht des Papstes und die Autorität des Heiligen Stuhls. Alt St. Peter, der Vorgängerbau der heutigen Peterskirche, markiert für das Christentum den Beginn einer neuen Ära. Der römische Polytheismus wird vom Glauben an einen Gott abgelöst. Alt St. Peter wurde für die Pilger der westlichen Welt fast augenblicklich zum Hauptziel. Die Pilger kamen scharenweise. Das Problem der Basilika war, dass sie trotz ihrer Größe immer zu klein sein würde. Denn die Pilger strömten in immer größeren Massen herbei, um Petrus zu ehren. Der heutige Petersdom als Meisterwerk der Renaissance ist seinem konstantinischen Vorgängerbau zu verdanken. Ein Bauprojekt dieser Größe ist im christlichen Europa bis dato unbekannt. 1503. Rund 1000 Jahre später steht die erste Basilika Alt St. Peter noch immer. Der christliche Glaube hat sich in ganz Europa durchgesetzt und bestimmt das Leben seiner Anhänger. Die katholische Kirche ist mittlerweile eine reiche und mächtige Institution, die von Rom aus regiert wird. Das Papsttum ist eine Macht mit Ländereien. Wir sprechen von päpstlichen Ländereien, dem Kirchenstaat, der im Laufe der Zeit expandierte. Verschiedene Päpste erwarben immer mehr Land in Italien. Der Papst ist das Oberhaupt der Kirche, aber auch Staatsmann und manchmal sogar Kriegsherr. Ein Papst verkörpert diese neue Ära wie kein zweiter. Der autoritäre und ehrgeizige Giuliano della Rovere. Besser bekannt unter seinem selbstgewählten päpstlichen Namen Julius II. Julius, ein Name, der von Machtdurst zeugt. Als Kriegsherr und Staatsoberhaupt muss Julius II. In einem zerteilten Europa bestehen. Italien besteht aus Stadtstaaten wie Florenz, Mailand, Venedig und Neapel. Um die Vormachtstellung auf dem Kontinent kämpfen Königreiche wie Frankreich, Spanien oder das Heilige Römische Reich. Alle träumen von der Herrschaft über die gesamte Christenheit und stellen die Autorität des Heiligen Stuhls immer wieder in Frage. Um seine Legitimität und Macht zu bestätigen, trifft Julius II. Einen radikalen Entschluss. Er lässt seine wichtigste Kirche umbauen. In dieser unsicheren Zeit will er die Kirche als Erbe des heiligen Petrus etablieren und die Vormacht von St. Peter festigen. Alt St. Peter war zu diesem Zeitpunkt über 1100 Jahre alt. Der heutige Petersdom ist 400 Jahre alt und erscheint uns uralt. St. Peter muss damals altehrwürdig gewesen sein, aber die Kirche entsprach nicht mehr der Ästhetik der Zeit. Um mit der Vergangenheit abzuschließen, muss die alte konstantinische Basilika aus den Anfangstagen des Christentums einem neuen Gebäude weichen. Für den Neubau engagiert Julius II. Den fortschrittlichsten Architekten seiner Zeit, Donato Bramante. Bramante ist fasziniert von den Bauten des alten Roms. Im Alleingang sorgt er für ein Revival der römischen Architektur. Julius II. Will, dass die neue Kirche die schönste wird, die je gebaut wurde. Das war eine Herausforderung. Julius II. Wollte seine Macht, seine Autorität mit einem gigantischen Bau demonstrieren, der seinen Rang widerspiegelt. Musik
Architekt Bramante wusste, dass die Kuppel als traumhaftes himmlisches Element im Zentrum stehen musste. Die Kuppel ist der Anfang. Sein Grundriss der Basilika hat die Form eines perfekten griechischen Kreuzes. Die kolossale Kuppel erhebt sich in der Mitte. Ein Zeichen für die Gläubigen, hier ist das Grab des Apostels Petrus. Bisher ist die Kathedrale Santa Maria del Fiore, ein Renaissancebau in Florenz, das Maß der Dinge. Wie kann St. Peter sie übertreffen? Bramante findet seine Antworten in den Straßen Roms, in Form eines noch intakten uralten Megabaus, des Pantheon. Das Gebäude ist so imposant, dass man munkelt, es sei ein Werk des Teufels. Das Pantheon war eine Art Verbindungsstück zwischen Antike und Moderne. Für Bramante war das Gebäude eine Referenz und Vorbild für seine monumentale Kuppel. Im 2. Jahrhundert nach Christus fertiggestellt, verfügt der römische Megabau über die größte Kuppel der Antike, mit 43 Metern Durchmesser. Die Kuppel des Pantheons ist eine perfekte Halbkugel. Ein solcher Bau ist seit über 1000 Jahren nicht mehr errichtet worden. Aber das Pantheon hat einen Makel. Die Kuppel ist von der Straße aus nicht zu sehen. Die Kuppel zu Ehren des Petrusgrabes muss omnipräsent sein. Bramante nahm das Pantheon als Vorbild, nur 45 Meter höher auf vier Rundbögen. Das hatte noch niemand versucht. Vier riesige Rundbögen auf vier Säulen, die von einem Tambour und einer Kuppel mit über 40 Metern Durchmesser gekrönt werden. Durch diese Struktur verteilt sich das Gewicht der Kuppel gleichmäßig auf das Mauerwerk des Megabaus. Trotzdem bleibt die Angst, die Kuppel könnte einstürzen. Die Konstruktion ist eine architektonische Herausforderung. Um der Welt die Macht des Heiligen Stuhls zu demonstrieren, stimmt Papst Julius II. Bramantes Projekt zu. Ein waghalsiges Projekt. 1506. Julius II. Legt persönlich den Grundstein in das Fundament des ersten Stützpfeilers, der Veronikasäule. Sie ist heute noch unter der Peterskuppel zu sehen. Dieses entscheidende Ereignis ist dokumentiert in den Archiven der Dombauhütte. Diese Institution wird 1509 gegründet und bewahrt noch heute das Erbe der Basilika. 2 Kilometer Dokumente, 500 Jahre Geschichte. Hier wird auch die Geburtsurkunde des neuen St. Peter verwahrt. Am Anfang steht der Name Julius II. Della Rovere, der große Papst, der solchen Mut hatte. Dieses Dokument vom 13. Januar 1509 ist eine päpstliche Bulle. Eine offizielle Urkunde, in der er dem Volk den Neubau der Basilika von St. Peter verkündet. Mit diesem Dokument ist der Baubeginn offiziell. Es werden tausende Arbeiter angeheuert, Dutzende Handwerker, Steinmetze, Schmiede und Maurer, um das unmögliche Projekt umzusetzen, unter der Leitung von Donato Bramante. Die Baustelle des Bramante-Projekts wuchs rasend schnell und nahm gewaltige Dimensionen an.
Sie wuchs in die Höhe mit dem Querschiff und den großen Pfeilern der Kuppel entgegen. Die fast 45 Meter hohen Pfeiler verteilen die 14.000 Tonnen Gewicht der Kuppel auf das gesamte Gebäude. Sie sind aus einer Mischung aus Beton und Stein gefertigt. Die römischen Ruinen der Stadt sind eine günstige Steinquelle. Der Papst billigt ihre Plünderung. Für die Christen zeugen die Ruinen von einer heidnischen Vergangenheit. Diese Vergangenheit soll nun in den Mauern des Petersdoms christianisiert werden. Während der Arbeiten wurde ein kleiner Tempel um das Herz der Kirche errichtet, das Grab des heiligen Petrus. Dazu wurden Teile von Alt St. Peter abgetragen. Aus ihnen wurde der Tempel zum Schutz des Grabes gebaut. In nur 7 Jahren, zwischen 1506 und 1513, errichten Bramante und seine Arbeiter die 4 Pfeiler. Mitsamt Verbindungsbögen und Teilen des Chorraums. Die gigantische Baustelle grenzt direkt an Konstantins Alt-St. Peter. Sie wird noch gebraucht. Zwei Basiliken in Koexistenz: die alte konstantinische Basilika und die neue, noch im Entstehen begriffen. Julius II. Zerstört Alt St. Peter nicht, denn er braucht die alte Kirche für sein grandioses und enorm kostspieliges Projekt. Es gab viele Spenden. Pilger kamen wegen Petrus Grab, aber auch wegen der Basilika Konstantins. Die Überreste der alten Basilika brachten also weitere dringend benötigte Geldmittel ein. Geld hat in der Geschichte des Petersdoms schon immer eine große Rolle gespielt. Für sein gewaltiges Projekt zögert Julius II. Nicht, den Gläubigen das Geld direkt aus der Tasche zu ziehen. Sie haben den Petersdom mit seinen Mauern, seinen Ornamenten und seinen Kunstwerken finanziert. Diesen teils kontroversen Aspekt des Petersdoms belegen Dokumente in den Archiven der Bauhütte. Dokumente wie dieses wurden auf die Kisten gelegt, mit denen im Kirchenstaat die Kollekten gesammelt wurden. Das Dokument besagt, dass die Kollekte der Gläubigen für den Bau des Petersdoms bestimmt war. Julius II. Sind die gelegentlichen Spenden bald nicht mehr genug. Um den Geldfluss für seinen Bau zu erhöhen, gewährt er der Dombauhütte besondere Befugnisse. Eine dieser Befugnisse hat katastrophale Folgen für den Petersdom. Sie nutzt die Frömmigkeit der Menschen aus. In einer Zeit, als Himmel und Hölle die einzigen Perspektiven nach dem Tod sind. Ablässe werden verkauft. Der Papst versprach gegen einen geringen Geldbetrag die Vergebung verursachter oder begangener Sünden. Dieser Ablasshandel besteht im Grunde aus einem Stück Papier, das im Vatikan gedruckt wurde. Ein Mann war besonders empört über dieses Spiel mit dem göttlichen Willen. Sein Name? Martin Luther. Luther war ohnehin schon geschockt vom päpstlichen Luxus und der vorherrschenden Korruption im Vatikan.
Geld wird für Kunst und Architektur ausgegeben, nicht für fromme Zwecke. Davon abgesehen gibt es uneheliche Kinder und offene Prostitution. In seinen Augen ist das päpstliche Rom nichts als Pomp. Dinge wie den Ablasshandel hält er für schlicht abwegige Erfindungen. Der 31. Oktober 1517. Martin Luther schlägt seine 95 Thesen an die Tür der Kirche in Wittenberg. Sie sind die Geburtsurkunde der Reformation. Das Dokument, mit dem Luther den Ablasshandel offen verurteilt, hat gewaltige Konsequenzen. Sein Kernangriff auf den Ablasshandel bezieht sich auch auf den Bau des Petersdoms. Warum finanziert der Papst das Projekt nicht selbst? Warum saugt er die Armen dafür aus? Paradoxerweise bedingt der Bau des Petersdoms die Reformation und führt zu einem Riss in der christlichen Welt. Protestanten einerseits und Katholiken andererseits. Die Symbolkraft des Petersdoms ist angesichts dieser Spaltung noch stärker. Julius II. Stirbt 1513. Die Konsequenzen, die der Ablasshandel für den Petersdom hat, erlebt er nicht mehr. Sein Architekt Donato Bramante verstirbt ein Jahr später. Nach seinem Tod stagniert der Bau. 1517 gehen die Arbeiten ins 11. Jahr und es bleibt noch viel zu tun. Für Protestanten in Nordeuropa wird der Petersdom zum Sinnbild aller kirchlichen und päpstlichen Exzesse. Die Basilika gerät zunehmend unter Beschuss. Von Anfang an bezeichneten die Lutheraner den Petersdom als einen neuen Turmbau zu Babel. Dieser Vergleich machte sozusagen Schlagzeilen. Rom war das neue Babylon. Der Petersdom, neuer Turmbau zu Babel, Symbol päpstlichen Stolzes. In nur wenigen Jahren wird die Basilika, die die Einheit der Kirche bekräftigen sollte, zum Sinnbild der Spaltung des Christentums. Und diese Spaltung hat einen hohen Preis. 1527. Die politischen Spannungen in Europa nehmen zu. In Rom steht der neue Papst, Clemens VII., zwischen zwei Monarchen, die um die Vorherrschaft in Europa ringen. Auf der einen Seite der König von Frankreich, Franz I., auf der anderen Kaiser Karl V. Dessen Macht wächst. Er herrscht über das Heilige Römische Reich, Spanien und Neapel. Der Papst fürchtet, von seinem Rivalen eingekesselt zu werden und verbündet sich mit Frankreich. Um den Papst einzuschüchtern, stellt Karl V. eine gewaltige Armee auf. Teil der Armee waren die berühmten Landsknechte. Sie waren die besten Soldaten ihrer Zeit. Nur die tapfersten durften Teil des gewaltigen Heeres werden. Der Papst muss panisch gewesen sein, denn die meisten Landsknechte waren Protestanten. Die Armee rückt nach Italien vor, auf katholisches Gebiet. Die Soldaten werden jedoch nicht bezahlt. Als sie Rom erreichen, sind sie zornig und bereit, sich ihren Teil der Beute zu nehmen. Nichts ist so gefährlich wie eine Söldnerarmee, die nicht bezahlt wird. Und 1527 kommt es zum Angriff auf Rom, dem sogenannten Sacco di Roma. Diese Plünderungen dauerten Monate. Ein traumatisches Erlebnis, das das Christentum lange prägt. Das erste Ziel der protestantischen Söldner? Der Petersdom, Symbol des päpstlichen Stolzes. Für
Für die katholische Kirche fällt der Sturm unglaublich brutal aus. Es gibt tausende Opfer. Einige Soldaten hatten sogar ihre Pferdeställe im Petersdom eingerichtet. Das Gebäude blieb nicht im geringsten verschont. Die Baustelle war stillgelegt und verlassen. Man könnte fast von einer Ruine sprechen, denn auf Bildern der Zeit sieht man Pflanzen an den Wänden der Basilika wachsen. Die Arbeiter waren weg und alles stand still. Der Petersdom, der neue Turmbau zu Babel, war der Stolz der Pontifexe, die Gott nun scheinbar bestrafte. Der Bau stand still, weil Gott selbst, wie schon beim Turmbau zu Babel, die Fertigstellung verhinderte. Eine göttliche Bestrafung, die beinahe verhindert, dass dieses Meisterwerk katholischer Kunst je vollendet wird. Die Plünderung Roms hat die katholische Kirche in ihrem Innersten getroffen. Den Päpsten bleiben nur die Symbole. Ihre Zukunft hängt jetzt auch von der Vollendung des Petersdoms ab. Nach der Plünderung liegt die Baustelle 12 Jahre brach. 12 Jahre, in denen neue Vorstellungen für die Basilika Gestalt annehmen. Es ist die Arbeit des heute beinahe vergessenen Antonio da San Gallo. Sie zeigt den Willen der katholischen Kirche, mit Nachdruck auf den erlittenen Affront zu reagieren. Das Projekt nahm gigantische Dimensionen an, die in der bisherigen Baugeschichte einmalig waren. San Gallos Entwürfe übertrafen in dieser Hinsicht alle anderen. Der Ehrgeiz des Papstes war immens. Im Vatikan steht noch heute ein großes Holzmodell dieses Projekts. Von Papst Paul III. In Auftrag gegeben, kostete es so viel wie eine Kirche. Das dreidimensionale Modell vermittelt einen Eindruck der riesigen Ausmaße der Basilika. Länger als der ursprüngliche Entwurf hätte sie eine Fläche von über 20.000 Quadratmetern eingenommen. Der Papst wollte mehr als nur Zeichnungen sehen. Er wollte ein großes dreidimensionales Modell vom Petersdom. San Gallo und seine Assistenten erschufen in 7 Jahren dieses wundervolle Modell. Noch nie hatte es ein größeres und schöneres gegeben. . 1539 gehen die Bauarbeiten weiter. Mitte der 1540er Jahre ist jedoch erst eine der großen Kapellen auf der Südseite fertig. Die Bauarbeiten gehen nur schleppend voran. Und das Projekt ist weiter Ziel der Kritik und des Spotts der Protestanten. Ein großer Punkt war, dass der Rohbau des Petersdoms nicht fertig wurde. Er wurde mit einer heidnischen Ruine verglichen und galt als Emblem eines neuen Heidentums des Papstes. Der Bau musste dringend fertig werden, damit er als Kirche erkennbar war. Zu beweisen, dass der Petersdom eine christliche Kirche ist, kein heidnischer Tempel. Das ist die paradoxe Pflicht, die die Öffentlichkeit dem Papst auferlegt. Nur ein Mann mit Weitsicht kann ihm helfen, dieses Ziel zu erreichen. Dieser Mann
ist der größte Künstler seiner Zeit. Sein Name? Michelangelo. Er hat großen Einfluss auf die Kunst der Renaissance. Als Maler, Bildhauer, genialer Architekt. Der hingebungsvolle Künstler war fast 72, also ein sehr alter Mann. In seiner außergewöhnlichen Karriere hatte er für viele Päpste gearbeitet. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere träumt Michelangelo davon, die Leitung des Jahrhundertbaus zu übernehmen. Der Tod Antonio da San Gallos rückt ihn ins Rampenlicht. Im Zentrum der ewigen Stadt gestaltet Michelangelo den erhabenen Kapitolsplatz. Seine Gedanken kreisen jedoch um den Petersdom. Dieses Projekt wird sein letztes Meisterwerk. Er unterbreitet Papst Paul III. Einen neuen Entwurf, dem die heutige Basilika alles verdankt. Am Anfang steht das Licht. Die vielen Fenster verleihen dem Bau seine einmalige Klarheit. Das Licht ist auch ein Symbol. Göttliches Licht ist die Quelle der Offenbarung. Der klare und schnörkellose Entwurf verkörpert perfekt den Geist der Renaissance. Michelangelo will sich von da San Gallos Projekt entfernen und präsentiert einen eindrucksvollen Entwurf, der weniger voluminös ausfällt. Ein Argument, das dem Papst gefällt. Dank dieses Entwurfs, der zudem 100 Jahre Arbeit sparen soll, erhält Michelangelo den Auftrag. Unter seiner Leitung lebt das Bauprojekt auf, in bis dato einmaligem Tempo. Auf der Baustelle ging es zu der Zeit lebhaft zu. Da waren Bauarbeitertrupps, Baugerüste, verschiedene Maschinen, große Winden und Tiere. Es kamen viele Tiere zum Einsatz, denn es gab verschiedene Wege, Ziegel hochzuziehen zu den höher gelegenen Abschnitten der Baustelle. Als Leiter des Projekts greift Michelangelo radikal durch. Er lässt zunächst da San Gallos Mauerwerk einreißen. Dann beginnt die Arbeit an den Außenmauern des Gebäudes. Eine strategische Entscheidung. Seine Nachfolger müssen jetzt seinem Plan folgen. Sein Einfluss reicht noch weiter. Der Bildhauer besteht als Baumeister auf die Verwendung von Travertin, ein Gestein aus der Umgebung Roms. Ein wertvolles Material, das im ganzen Gebäude allgegenwärtig ist. Unter Michelangelo gelangen hunderte Tonnen Travertin über Straßen und Flüsse zum Vatikan. Die Arbeiter müssen die massiven Steinblöcke oft Dutzende Meter in die Höhe befördern. Dabei profitiert Michelangelo von seiner Erfahrung als Bildhauer. Michelangelo griff auf eine Technik zurück, die in Häfen in der Nähe von Marmorsteinbrüchen zum Einsatz kam. Dort mussten die Marmorblöcke angehoben und auf Boote gehievt werden. Hierbei kamen Ladebäume ins Spiel. Si utilizzano delle antenne.
Ein Ladebaum ist eine hohe vertikale Vorrichtung, die am Boden verankert und sehr stabil ist. Setzt man eine Reihe verschieden großer Winden geschickt ein, lassen sich selbst die schwersten Lasten heben. Es war eine typische Hafenvorrichtung, die Michelangelo auf der Baustelle des Petersdoms in schon fast übertriebener Form einführte. Denn die Ladebäume waren nicht 10 Meter hoch, sondern in manchen Fällen unglaubliche 60 oder 70 Meter. Auf diese Weise verlaufen die Bauarbeiten unter Michelangelo schneller und effektiver. 1553 beginnt die Konstruktion eines Bauelements, das der Schlüssel zur Fertigstellung der Basilika ist. Der Tambur soll die Kuppel erhöhen und sichtbar machen. Der gewaltige Unterbau enthält 16 Fenster, die das Innere der Kuppel erhellen. Die Fertigstellung des Tambours soll die Krönung des scheinbar unendlichen Projekts sein. Michelangelo hat die Form der Kuppel mit ihren Rippen, den Fenstern und der riesigen Laterne bereits entworfen. Doch noch muss der Petersdom warten. Am 18. Februar 1564 stirbt Michelangelo mit 88 Jahren. Das Christentum verliert seinen größten Künstler. Michelangelo hinterlässt ein unvollendetes Meisterwerk. ...1588. Das Projekt hat enorme Fortschritte gemacht. Nun steht der Kuppelkonstruktion des Megabaus mit fast 42 Metern Durchmesser nichts mehr im Weg. Majestätisch soll sie allen Christen den Ort von Petrus Grab anzeigen. Die Kuppel in Form einer Halbkugel hat die perfekte Form. Der Kreis hat weder Anfang noch Ende. Er symbolisiert Unendlichkeit und somit Gott. Die Kuppel soll von 4 Pfeilern getragen werden. Ihr enormes Gewicht wird so auf die gesamte Struktur verteilt. Eine nie dagewesene architektonische Herausforderung mit ungewissem Ausgang. Erdacht von Donato Bramante, dem größten Architekten seiner Zeit. Ausgearbeitet von Michelangelo, dessen Werke die Jahrhunderte überdauern. Den Bau der Kuppel vertraut der Papst nun einem Unbekannten an. Giacomo della Porta wird der leitende Architekt des Petersdoms. Er steht vor einer großen architektonischen Herausforderung. Die Aufgabe für della Porta ist, das Gewicht der Kuppel zu reduzieren und sie gleichzeitig für alle Ewigkeit zu stabilisieren. Ein Problem, das sein Vorgänger Michelangelo mit dem Entwurf einer doppelschaligen Kuppel gelöst hat. Beide Schalungen sind an ihrer Basis ineinander verzahnt, erheben sich aber voneinander unabhängig. Das Gewicht wird so reduziert. Michelangelos Kunstgriff hatte einen Fehler. Er war auf Leichtigkeit ausgelegt. Aber wenn ein Gebäude zu leicht ist, verliert es an Stabilität und nimmt Schaden. Della Porta weiß, dass er sich bei der umstrittenen Basilika keine Fehler erlauben darf. Er überlässt nichts dem Zufall. Der Architekt nimmt Michelangelos doppelschaligen Entwurf als Basis und verändert ihn erheblich. Zunächst verstärkt er die innere Schalung, um für Halt zu sorgen. Um sie stabiler zu machen, versieht er beide Kuppeln mit vertikalen Rippenträgern.
Die deutlichste Änderung nimmt er am Profil vor, indem er die äußere Kuppel um gut 6 Meter erhöht. Die Entscheidung fiel sicher, weil eine spitzere Kuppel stabiler ist als eine halbkugelförmige. Die Last einer Kuppel hat eine vertikale und eine horizontale Komponente. Das heißt, die Last wirkt sich diagonal aus. Je schlanker der Bogen, desto weniger Druck wird horizontal ausgeübt, sondern dafür vertikal. Mit der verschlankten Kuppel begrenzt De La Porta das Risiko einer Verformung, die letztlich zum Einsturz führen würde. Er trifft noch weitere Vorsichtsmaßnahmen. Er plant, 7 eiserne Rahmen ins Mauerwerk einzufügen, um den Druck zusätzlich zu begrenzen. Außerdem sollen Eisenstifte auf den Innenseiten der Rippen die Stabilität zwischen den Schalungen erhöhen, wie bei einem Stahlbetonbunker. Metall wird geschmiedet, Steine werden behauen. Ab dem 15. Juli 1588 stehen 800 Arbeiter bereit, um unter De La Portas Leitung die Kuppel zu bauen. Eine riesige Verantwortung. Ich hoffe, ihm selbst war nicht bewusst, dass er eine Kuppel auf eine Weise errichten wollte, wie es noch niemand zuvor getan hatte. Wirklich niemand. Ohne ein Tragskelett ein unmögliches Unterfangen. Komplett aus Holz und über 60 Meter hoch stützt es die Kuppel bis zu ihrer Fertigstellung. Der Transport der Balken nahm immense Dimensionen an. Sie waren über 100 Handspannen lang, also etwa 23 Meter lange Balken, die auf dem Landweg vom 50 Kilometer entfernten Bracciano-See zur Baustelle gebracht wurden. Einfach unglaublich. Dieser gewaltigen hölzernen Struktur, Giacomo Della Portas Organisationstalent und seiner Vorarbeit ist es zu verdanken, dass die Arbeiten für die damalige Zeit rasant voranschreiten. In nur 16 Monaten wird die Kuppel fertiggestellt. Jahre früher als erwartet. 16 Monate. Ein Jahrhundert zuvor war die Kuppel der Kathedrale von Florenz nach 16 Jahren fertiggestellt worden. Der Bau der Kuppel des Petersdoms ist eine unermessliche Leistung. Das Abenteuer ist aber nicht zu Ende. Die Fassade und die Verzierungen des Innenraums sind noch nicht fertig. Als der neue Petersdom 1626 geweiht wird, 120 Jahre nach Baubeginn, fehlt noch ein letztes entscheidendes Element. Der berühmte Bronze-Baldachin eines genialen Künstlers. Gian Lorenzi Bernini. 29 Meter hoch thront der Baldachin unter der Kuppel. Der Baldachin ist die architektonische und symbolische Verbindung zwischen dem Unterbau, dem Grab und dem Hochbau, also der Kuppel. Der religiöse Megabau wird mit der Errichtung der Kolonnaden am Petersplatz vollendet. Auch sie sind das Werk von Bernini, dem letzten Meister des endlosen Projekts. Ganze 340 Meter lang, 284 Säulen und Platz für rund 300.000 Menschen. Die Säulen werden auf 4 Reihen verteilt. Berninis Entwurf der Kolonnaden stellt die offenen Arme Christi dar. Die perfekte Symbolkraft. 2 Arme geöffnet für die Gläubigen. Zeichen des Triumphs und der Erneuerung der katholischen Kirche. Der Petersdom? Anlass für die Entstehung des Protestantismus wird zur Antwort auf diese größte Herausforderung der katholischen Kirche. Eine majestätische Antwort.
Sie spiegelt den Reichtum seiner Geschichte wider, wie auch die Genies der Renaissance, die seine Entstehung geprägt haben. Eine Antwort, die noch heute nachhallt.